Hallo und herzlich willkommen zurück. Da liegt sie vor uns, die ganze Welt. Eine Welt aus hohen Bergen und tiefstem Dschungel und in weitem, weitem Meer im Osten. Hallo, herzlich willkommen zurück. Was haben wir vor dieser Folge? Keine Staatsehe mit Wanker, möchte ich meinen, eingehen. Im Gegenteil. Wir wollen eben jenes... Ah ne, wir wollen ich mal. Aber vielleicht auch Wanker erobern. Der Klerus verlangt Einfluss oder... bisschen Loyalität, dafür Prestige und Dukaten ausgeben. Wir haben es halt, ne? Können es uns leisten. Bringen wir den Klerus, ich weiß gar nicht, was war der Boni? Höhere Steuereinnahmen oder wir nehmen ihn einfach gleich wieder. Achso, die Administrativhilfe kann ich nicht. Fehlt ein. Ah ja, gut, wenn ich Einfluss senke. Anyway, wir wollen Krieg führen gegen Kala. Es geht darum, den Süden zu vereinen, so mich das Spiel denn mal lässt. Priester stacheln zur Unruhe in Oruro an. Das ist hier gleich um die Ecke. Ich will auf jeden Fall die dicken, saftigen 10 Autorität. Wir können natürlich noch ein paar Tage verstreichen lassen, bis unsere Armee bereitsteht. Ganz schön weiter Weg aber, ne? Bis man die alle durchkriegt, die Reformen. Jetzt sind wir bei 26, ein Viertel quasi der ersten. Haben wir noch was vor uns, aber es ist auch nicht dumm gemacht. Ich glaube, so kann man sich die Zeit bis zur Ankunft der Europäer ganz gut vertreiben. Ich meine, wir waren jetzt hier wirklich... Gut, wir werden natürlich auch mehr generieren. Ach, pro Jahr 1,6. Aufgrund unserer Entwicklung. Ich weiß nicht, ob noch ein paar knackigere Events dann kommen. Weil die 10 Autorität jetzt gerade, wenn wir 1,6 pro Jahr gewinnen, ist dann eine Menge wert, ey. Also dann, ich würde sagen, es ist Zeit für einen Krieg. Denn je mehr Land, desto mehr Autorität. Wir könnten die Huan Go hier reinrufen. Aber nur für Gefälligkeiten, dann schnappen sie sich ja wahrscheinlich die Provinz, ne? Ja, die wollen sie selber haben. Ne. Wir machen das alleine. Ja, nehmen wir die jetzt. Kriegst du die Hauptstadt? Und sagen: Krieg! Wählen wir. Direkt Ichmas Armee auf dem Vormarsch. Aber die werden nicht an Cusco vorbeikommen. Oh, und sehr gut. Wir haben sie sofort getilgt von der... vom Antlitz dieser Erde. Das ist gar kein Problem. Das heißt, wir können jetzt gleich Charkas besetzen. Immerhin ja auch unser einziger Vasall. Was macht Panka da? Ach, es ist ja unser Vasall. Komplett vergessen. Oh, natürlich. Oh, natürlich. Oh, entschuldigt, Leute. Es ist schon ein bisschen später. Oh, natürlich. Oh, Wanka, das tut mir so leid. Ja, natürlich. Wir wollen eine Staatsehe. Oh, um Gottes Willen. Oh, ist mir das unangenehm. Hier an den Ufern des Popo-Sees. Ich hätte irgendwann mal gelesen oder auch in Gesprächen mit dem Game Director, ich glaube Jake Leeper von EO4 gehört, dass so große Probleme sie früher damit hatten, das Wasser auf verschiedenen Höhenebenen, glaube ich, zu haben. Wenn du hier so einen See wie den Titicaca-See hast und dann den Pazifik darunter. Rebellen ist natürlich lästig. Meine Truppen hier ein bisschen... schonen. Und hoffe, dass sie mich vielleicht sogar angreifen. Das wäre ja zumindest Teil ihres Landes. Ach, das ist ja auch gar nicht mein... Moment. Ich war mit, ich bin noch nicht so firm mit den Namen. Ich war ja mit Charka verbündet und Kala hat sie dann
sich quasi geschnappt. Wir haben Kalla angegriffen, war es so rum? Ich glaube. Ichma holt sich aber das kleine Wanker. Wir müssen den Kopf in gewisser Weise hinhalten. So, wir wollen durchpushen, wir wollen schnell, haben wir ja gesagt, auf Tech 5 kommen, dann die erste Ideengruppe. Und dann entweder direkt expansionistisch oder Entdecker. Oh, sie haben mich angegriffen, jetzt bin ich ein bisschen spät. Ich übrigens gerade vom Game Director spreche. Ich habe mir vor 2 Tagen, beziehungsweise ich und Jenny, haben wir uns Karten für die PDX-Con, was denn hier los? PDX-Con organisiert. Hier in Berlin. Ich glaube in 2 oder 3 Wochen, also Mitte Oktober ist die, im Funkhaus. Und das ist natürlich grandios für uns, wenn PDX-Con mal vorbeikommt, in die eigene Heimatstadt. Da sagt man natürlich, ja, bitte. Das heißt, falls ihr auch da seid, viel Spaß, vielleicht sieht man sich, ja. Was aber noch viel relevanter ist, wir werden sicher ganz viel, ja, auch filmen, vielleicht mal irgendwie ein kleines Impression-Video oder so einfach zusammenschneiden. So einen kleinen Rundgang quasi über die PDX-Con. Wir werden ja den ganzen Samstag sein, wir werden uns vor allen Dingen... Ich gehe nicht so gern auf Messen, so die typischen, so Gamescom und so weiter, bin ich nur, wenn ich da arbeiten muss. Das ist halt mein Job letztlich quasi, auf sowas unterwegs zu sein. Noch andere Messen sagen mir nicht so zu. Was ich aber immer ganz gerne mache, ist mir Talks oder sowas dann anzuhören. Deswegen gefiel mir zum Beispiel auch die EGX. Letztes Jahr auch erstmals in Berlin war, weil eben auch viele Talks und so weiter geboten haben. So, hier müssen wir jetzt kurz abwarten, bis wir Ichma abfangen können. Auch immer sie... Sie waren auch Puno, ja. Aber wer ist schneller? Ich bin schneller. Nee, ich war nicht... Oh, es war einfach nur der General. Meines Vasallen. Kurz irritiert durch die Banner. Ich bin noch nicht ganz nah. So, wir ne? Noch in Gedanken viel zu sehr bei der PDX dran. Die haben einfach ein sehr, sehr cooles Line-Up. Es gibt ein Panel, wo dann alle Game Directors quasi der großen EO4-Titel auch zusammensitzen. Also EO4, Hearts of Iron, Victoria und so weiter. Da habe ich richtig Bock drauf. Das ist genau nach meinem Geschmack. Wohin marschieren die? In dem Wald? Ich muss sie committen lassen, so Missions. Machen wir da kurz einen Prozess an, das ist der Krieg eigentlich auch schon wieder gewonnen. Limitiert sind wir gerade eigentlich hauptsächlich durch fehlende Manpower. Aber gleich bleibt dann auch Culture Key. Wirklich isoliert hier im Süden übrig. Mit seinem mysteriösen Verbündeten, von dem wir noch nie gehört haben. Der auch nicht auf unserer Karte verzeichnet ist. Also, gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr irgendwie auch auf der PDX-Con sein solltet. Oder generell, wenn ihr irgendwie Bock drauf habt, dass wir da was zu machen. Wir machen auf jeden Fall was. Wir werden ja einfach ein bisschen was filmen uns danach. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass wir so einen kleinen Talk vielleicht am Tag danach aufnehmen. So ein bisschen unsere Eindrücke dazu, so ein bisschen Bild-Videomaterial reinschneiden. Dass man so ein bisschen was sieht einfach von der Messe. Ich bin noch nicht so sicher, wie es tatsächlich genau wird. Wie gesagt, ich gehe da nicht so hin zum groß Anzocken oder so. Das interessiert mich nicht so sehr. Ich hasse es, auf Messen Spiele zu spielen. Da habe ich immer keine Ruhe. Ich will da alleine an meinem Rechner, ohne dass mir Leute über die Schulter schauen, zocken können. Und dann auch das Spiel dadurch auch wirklich erfahren. Sonst habe ich immer das Gefühl, das geht eigentlich nicht. Das ist dann auch so laut, unruhig um einen herum. Aber wenn da coole Talks sind, am Abend noch eine Party, bin ich dabei. Das ist mein Business. Und einige dieser EO4-Leute kennt man halt irgendwie auch schon so ein bisschen. Also zumindest so vom Hören, Sagen, Sehen. Und da freue ich mich sehr drauf, den vielleicht auch mal persönlich über den Weg zu laufen. Ich weiß, dass auch ein Steinballen wohl auch da sein wird.
Auch da mal Hallo sagen, natürlich cool. Ist es auch eine Mega-Location? Relativ teuer, wie ich weiß, aus quasi Arbeitserfahrung da was zu machen, aber so ein Paradox hat's ja. Ich ziehe noch ein paar Punkte einfach wild rein. Sieht mal, wenn wir gucken, 2-1-2. Wir sind jetzt 3-3-3. Fast Nummer 4 hier schon. Die ganz wichtige 4. So, wir nehmen alles. Könnte sich überlegen, ob man das Ganze in Vanka integriert. Ja, das machen wir. Bauen unseren Vasallen ein wenig aus. Lima an Vanka. Lohnt sich das auch? Und den Rest von Kala nehmen wir komplett, natürlich. Ein paar Dukaten. Hier sind wir auf maximaler Stärke. Die Annexion können wir sogar schon anschieben jetzt. Warum auch nicht? Haben zwar gerade noch negativ die Macht. Aber dann, na, wir müssen ja perspektivisch hier die Grenze gen Norden öffnen. Haben dadurch jetzt aber ein bisschen Ruhe. Aber wieder 3500 Mann. Zu wenig. Jetzt gilt es also wieder ein bisschen zu warten. Wahrscheinlich erst den Krieg führen sollen und dann davon anfangen, von der PDX-Grauen zu schwärmen. Aber so ist das manchmal. Verrat! Wir verlieren Armeeprofessionalität, nicht Rekrutenreserve. Haben wir überhaupt 3,8% immerhin. Radl verliert Loyalität. Unruhe, Rekrutenreserve. Alles, alles lokal. Aber dann bringe ich sie auf 26%. Das ist auch unschön. Würde ich normalerweise nicht machen, aber ich würde den Adel gerade ungern auf unter 40% bringen. Einfach aufgrund der Regenerationskraft. Solange wir auf die Rebellen warten, können wir auch ein bisschen drillen. Und uns schon mal ein bisschen Gedanken machen, wie es weitergeht. Also, Kalchaki wird der nächste Krieg auf jeden Fall sein. Naja, sobald sich die Armee beruhigt hat, sobald wir hier stabil wieder dastehen, fassen wir den Süden ins Auge. Die werden wir auch komplett dann wahrscheinlich schlucken. Der Schrein von Vidagacha. Verlieren Dukaten. Dafür Toleranz. Oder wir konzentrieren unsere Ressourcen lieber auf andere Dinge. Ich sehe mich jetzt nicht so tolerant hier. Unser General tot. Es braucht dafür höheren Einfluss. Grundsätzlich, okay, verstehe. Aufstieg der Kaufmannsklassen. Okay. Könnte ich euren Beitrag aber mal leisten. Aber das ist easy, ne? 40% ist kein Problem. Na gut, dann heuern wir einen neuen General an. Jalko. Boah, guter Mann. Dürfte eine relativ hohe Armeetradition haben wir vergleichsweise, ne? Für die Zeit. Also. Gleich der Krieg im Süden. Habe ich nicht gerade die Annexion begonnen? Bis 71. Ja. Können Staaten gründen, auch das werden wir tun. Und wir gewinnen Autorität dazu. Wir nehmen auf jeden Fall immer Autorität. Ich bin hier noch nicht so sicher. Ob es so weise ist, wirklich alles zu Staatsgebiet zu machen. Ich glaube aber, es gibt jetzt auch nicht viel mehr Land, was
so dramatisch höheren Wert hat. Ich weiß gar nicht, wo können wir denn das nochmal nachgucken? Das ist die Entwicklung, ne? Die würde ich unter, ja, Wirtschaft vermuten. Wenn wir auf die Entwicklungskarte gucken, dann sehen wir ein Licht. Das ist Cusco. Mit 17. Hier unten, das ist noch unkolonisiertes Land. Hier, das ist auch ganz okay-ish. Richtung Quito gibt es noch ein bisschen Land, aber sonst seht ihr, das ist alles nicht so wahnsinnig gut. Aber hier liegt wenigstens das Gold. Da will man natürlich Staaten errichten. Auch schön, wir kriegen noch ein paar Männer gleich dazu. Diese 3000 können wir direkt in die Armee integrieren. Und danach müssen wir uns eigentlich jetzt schon vorbereiten und planen, zu brechen mit einem unserer Verbündeten hier im Norden. Weil ich tendenziell erst diesen Krieg hier machen möchte, weil die sind gerade wunderbar isoliert sind. Die sind so wunderbar isoliert, dass ich sage, hey, da möchte ich gar nicht warten. Da möchte ich gleich zugreifen. Starker General, überall Ansprüche, keine Verbündeten. Können wir den Süden nämlich komplett an uns nehmen. Nehmen sogar noch Tech 4 mit. Wanka integriert, Reputation im Eimer. Können die Armee noch dazu holen, die 3000 Mann. Könnten bis sogar 20.000 ins Feld führen. Schließen wir hier nämlich einen kurzen Krieg ab und müssen uns dann entscheiden, welchen wir als nächstes angehen. Und wenn die sich nicht alle gegen uns stellen, in einem letzten verzweifelten Akt, dann war es das. Dann wird sie ihr Schicksal, wird sich dieses Schicksal nicht mehr abwenden lassen. Wir haben eine Staatsehe. Eine Staatsehe. Wie ist das denn passiert? Manchmal funktioniert das, dass danach von ihrer Seite aus Familienbande aufgelöst werden. Okay, vielleicht sollte ich kurz noch die Revolte niederwerfen. Ja, mit Kimu, das hilft mir jetzt aber auch nicht weiter. Nee, sie lieben uns zu sehr, ne? Wir beleidigen sie, spucken ihnen gewissermaßen ins Gesicht. Und sie bedanken sich. 1,7 Jahre. Oder direkt den Angriff führen. Gut. Muss halt die Staatsehe auflösen, von mir aus. Ach, interessant. Die Rechnung. Wenn ich es so mache, verliere ich ein Prestige und ein Stabilität. Wenn ich es über den wenn ich ihnen den Krieg erkläre und darüber das auflöse, habe ich Kriegsmündigkeit, glaube ich, kassiert. Das ist zwar nicht ideal. Aber es kann man ja was gegen unternehmen. Drohende Katastrophe, da kommst du. Ein Bauernkrieg? Moment mal. Habe ich den jetzt quasi getriggert? Chakas wächst und die Unruhe ebenso. Ein Bauernkrieg will ich jetzt eigentlich gerade nicht unbedingt. Okay, ja, ich muss 1 an Stabilität haben. Na gut, das haben wir das Problem relativ einfach im Griff bekommen. Warte mal. Das habe ich euch nicht erwartet. Teuer. Jetzt seht ihr gleich wieder dahin, unsere Reserve. Tauschstandel nimmt zu. 100 administrative Macht ist teuer. Autonomie tut aber auch zur Autorität, glaube ich, nicht gut. Haben wir überhaupt Inflation? Oh ja. Wir machen es mal. Die Macht ist eh nicht ganz so viel wert. Jetzt rechts im Herber. Grundsteuer in Lima verlieren nach Oruro. Von mir aus. Ist erstmal egal, was es eh keine Gebäude oder so in der Gegend gibt. Angriff. Oh.
Na gut, marschieren wir so herum. Was ist die Hauptstadt? Jujai. Jujuju? Schwer zu sagen. Ganz kreative Wege, die sie hier gehen. Am 3. am 9. Na, wisst ihr, ignorieren sie einfach dann. Sollen sie machen. Mal einen kurzen Prozess. Ganz entspannt. Besetzt, besetzt. Besiegt. Und ihr habt nichts mehr. Wohin wollt ihr rennen? Wirklich verwüsten ist ein bisschen die Frage. Können sie unser Land, glaube ich, auch noch nicht. Dafür geht's uns. Was suche ich denn jetzt eigentlich schon wieder? Ich suche. Verwüstung, ja. Oh doch, sie können den Norden verwüsten. Schöner, der schöne Wohlstand. Finger weg. Das ist ein bisschen. Okay, das ist eklig. Das ist eklig. Ich hätte sie doch nicht wegkommen lassen sollen. Ich werf sogar die Legitimität dann weg. Was heißt sogar? Die Stabilität ist immer das allerletzte, was man ausgeben will. Hat einen derart hohen Wert. Sie können halt bis Cusco gehen, das nervt. Das ganze gute Land hier sich jetzt. Gerade hier, ab hier ist natürlich schon schön, ne? Wohlstand, der da genossen wird. Lecker, lecker, lecker. Aber jetzt umzudrehen und den hinterher zu rennen, ziehe ich es jetzt hier lieber möglichst schnell durch. Erste Flammen recken sich. Ich kann aber die Männer zumindest nehmen, um mir die Provinzen zurückzuholen. Muss ja nicht unnötig verwüstet werden. Das nervt mich hier noch, dieser Küstenstreifen. Dass er einfach so zugänglich ist. Ist auch noch gar nicht, ob ich wirklich sie zur kompletten Annexion jetzt zwingen kann. Bei 95%. Das wären natürlich gleich Rebellen dann. Ich würde euch auch anbieten, ein Vasall zu werden. Ich mache sie zum Vasallen, das gefällt mir noch besser tatsächlich. Weil spare ich mir hier die Unruhe, kann meine Rekrutenreserve ein bisschen sich erholen lassen. So, so ein bisschen im Wechsel. Und dann marschieren wir direkt noch auf Cusco. Um dafür Ruhe zu sorgen. Die Frage ist, was sie vorhaben. Sind auch schon so bereit. Dann dürfen sie nämlich sogar ihre Armee behalten. Das ist auch wunderbar. Wir werden zu unseren Vasallen. Wir haben natürlich ein hohes Freiheitsbestreben. Ein sehr hohes Freiheitsbestreben. 78%. Gut, die Meinung ist gut. Wir haben, okay, schlechte Meinung. Relativ hohe Entwicklung. Wir haben einen miserablen diplomatischen Ruf, weil wir unseren Vasallen gerade erst im Norden annektiert haben. War hauptsächlich eine Sache der Meinung, aber da kann man ja was dran machen. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, das ist so eine knackige, schöne Folge. Der Süden konsolidiert unter der Herrschaft Cuscos. In der nächsten Episode marschieren wir gen Norden. Wir müssen mit einem unserer Verbündeten brechen, vielleicht sogar mit beiden. Gucken wir mal, wie viel wir uns jetzt rausnehmen wollen. Auf unserem Weg. 1, 2, 3, 4. Okay, wir müssen bis Quito im Prinzip. Also müssen wir alles erobern. Hier von den südlichen Provinzen tatsächlich nichts. Okay, wir brauchen alles.
Ganz einfach. Insofern wird auch kein Verbündeter übrig bleiben. Aber es muss ja nichts Schlechtes sein. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.